Das stärkste Antibiotikum, Superoxidans Oregano. Auch gegen den Lokalfeind Candida albicans. Alle Welt spricht von Blaubeeren als antioxidatives Superfood. Oregano hat eine viermal so starke antioxidative Kraft. Gegen das Superbakterien MSRA, den multiresistenten Krankenhauskeim, versagen die Antibiotika. Das pflanzliche Antibiotika Oregano scheint eine Lösung zu sein. Oregano ist eine Hilfe gegen den Darmpilz Candida albicans. Dieser Pilz ist zu seinem Selbstschutz in der Lage, so auf unser Gehirn einzuwirken, dass wir Heißhunger auf Süßes bekommen. Er braucht die Zuckerzufuhr, um sich zu ernähren. Die Auswirkung von Candida auf das Gehirn kann sogar in einer Mitverursachung einer Schizophrenie sein. Wie weit Darmbewohner einen Einfluss auf das Gehirn haben, zeigt der Parasit Toxoplasma gondii. Dieser Parasit benötigt nacheinander zwei verschiedene Tiere, um zu bestehen, Nagetiere und Katzen. Damit er vom Nagetier in die Katze kommt, kann er das Gehirn der Nager so steuern, dass die befallenen Nager keine Angst vor Katzen haben und deshalb leichter gefressen werden. Der wirksame Stoff gegen Candida albicans im Oregano ist das Carvacrol. Die Wirksamkeit von Carvacrol ist in unzähligen Studien untersucht worden. Wie nehme ich Oregano zu mir? Abgesehen vom Würzen von Speisen gibt es noch andere Möglichkeiten. Besonders bei dem hartnäckigen Candida wird empfohlen, reines ätherisches Oreganoöl, ein Tropfen, mit einem Teelöffel Kokosöl einzunehmen. 10 Tage lang bis zu 3-mal täglich langsam steigern. Oreganoöl und Kokosöl wirken synergistisch. Die mittelkettigen Fettsäuren Kapryl und Laurinsäure vom Kokosöl wirken ebenfalls gegen Darmpilze. Zweitens, Oregano wie Tee aufbrühen. 10 bis 15 Minuten ziehen lassen, schmeckt interessant, italienisch. Drittens, 1 bis 2 Teelöffel mit in einem grünen Smoothie geben. Ein günstiges Superfood. Komm, klick in den Kreis. Was hindert dich daran? Mach schon. Klick. Jetzt.